Meine Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen. Wir haben jetzt gehört, wir haben, glaube ich, knappe 8 Minuten, bis die Beisitzerwahlen wieder vorgetragen werden. Ich stehe Ihnen für Fragen zur Verfügung. Herr Bouffier, eine erste Reaktion, 96,9%. Also das ist ein Ergebnis, über das ich mich ehrlich freue. Das ist ein tolles Ergebnis, ein großer Vertrauensbeweis. Das ist aber auch eine große Herausforderung. Und wenn man ein so tolles Ergebnis bekommt, dann spornt einen das an. Und ich will mich bemühen mit allem, was ich kann, dass dieser Vorschuss auch eingelöst wird. Aber es ist ein wirklich, wie ich finde, grandioses Ergebnis und ich freue mich sehr darüber. Ist ein bisschen schlechter ausgefallen als bei der letzten Wahl zum Stellvertreter? Lieber Leute, ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Ich habe traditionell ordentliche Ergebnisse in der hessischen CDU bekommen. Aber ich muss Ihnen sagen, 96% finde ich ordentlich. Und das ist eine Grundlage, auf der man sehr gut arbeiten kann. Und ich sage es noch einmal. Das ist ein so großer Vertrauensbeweis, das macht einen ein bisschen stolz, aber vor allen Dingen auch, das ist eine Verpflichtung für ordentliche Arbeit für die Zukunft. In welcher Form möchten Sie sich zukünftig in die Bundespolitik einmischen? Naja, schauen Sie, der Schwerpunkt meiner Arbeit ist zunächst einmal als hessischer Landesvorsitzender, dass wir uns um die hessische CDU kümmern und all das, was hier ist. Und die Bundespolitik werde ich dann kommentieren, wenn ich es für notwendig halte. Ich sehe meine Aufgabe nicht darin, tagtäglich auch noch meinen Senf dazu zu geben. Sondern es gibt sicher Situationen, wo ich glaube, wo ich mich dann auch zunächst einmal intern deutlich positionieren werde. Und gegebenenfalls auch extern. Aber zunächst einmal sehe ich den Schwerpunkt hier in Hessen. Halten Sie es im Moment denn für möglich? Verzeihung, gab es Akkus. Ich will, dass die Koalition abgibt in Berlin. Halten Sie es denn im Moment für möglich, Ihre Stimme da mal zu erheben? Ich erhebe meine Stimme und ich sag's eigentlich gerne immer denen direkt, die es angeht. Eine Frage noch und dann müssen wir wieder. Wie definiert Sie konservativ? Ja, das habe ich versucht zu beschreiben ein wenig. Ich will ja die Welt nicht neu erfinden. Ich habe bewusst Ernst Jünger zitiert. Aus meiner Sicht heißt konservativ nicht das Beharren und, wie soll man sagen, festhalten an dem, was war, deshalb nur, weil es war. Sondern dessen, was sich bewährt hat. Und ich will es jetzt mal ein anderes Wort gleichen. Konservativ bedeutet für mich Tradition pflegen. Aber nicht um die Asche zu beweinen und zu bejammern, wie es mal war, sondern um das Weitertragen des Feuers auf der Ebene und auf der Basis dessen, was wir haben, Zukunft gewinnen. So verstehe ich konservativ. Welches Vielen Dank, Omen, liebe Kollegen. Darf ich noch eine Frage? Na, eine noch. Welches Omen gibt dieses Wahlergebnis für die Wahl zum Ministerpräsidenten? Zunächst einmal werde ich mich in den Fraktionen von CDU und FDP am kommenden Dienstag darum bemühen, nominiert zu werden. Beide Fraktionen haben dazu eingeladen und denen werde ich, soweit das noch erforderlich ist, meine Vorstellungen vortragen, wie ich glaube, wie wir in Hessen gemeinsam gute Politik machen können. Und wenn die beiden dann mich entsprechend nominieren, dann bin ich offizieller Kandidat. Und da ich glaube, dass die CDU Hessen die bestimmende politische Kraft in diesem Lande ist, wird der Vorsitz ausgestattet mit so einem tollen Vertrauensergebnis mir natürlich auch helfen, in einer solchen Aufgabe als Ministerpräsident dann erfolgreich zu arbeiten. Aber die Frage stellt sich erst dann, wenn ich es bin. Aber es ist ein guter Start.